Ich bekomme ein Geschenk von denen. Oh, wie süß. Früchte der Freundschaft. Wanderin, wenn du mir für einen Moment dein Ohr leihen könntest. Jorin von Nahkes Flusskammer, der neulich am Fest teilgenommen hat, hat uns ein Geschenk zukommen lassen. Vergessung meint, das sei ein kleines Spender als Zeichen der Dankbarkeit für all diejenigen Flossen, die das Fest möglich gemacht haben. Ich möchte es nun mit allen, die einen entscheidenden Beitrag für unser Überleben geleistet haben, Jorins Gaben teilen und ihnen meinen Dank aussprechen. Würdest du mich begleiten? Fantastisch! Dann würde ich sagen, dass wir als erstes Sadhu in Total K aufsuchen. Wir müssen jetzt jeden besuchen? Oh Gott! Das sind eine Menge! Aber was wollt ihr beiden denn schon wieder? Vom Dank, dass du die Dotal ihre Bräuche mit uns Namazu geteilt haben, haben wir euch heute diese frischen Kaki-Früchte mitgebracht. Sie sind auf den Feldern des Dorfes der Namazu gewachsen und äußerst saftig. Das ist ja anständig von euch. Kaki-Früchte, noch nie gegessen. Ihr Namazu habt also wirklich die Bögen singen lassen, was? Einige unserer Stammeskrieger waren wohl auch als Zuschauer dabei. Sie haben sich prächtig amüsiert, sagten sie, wären beinahe vor lauter Lachen gestorben. Ich bin mir nicht sicher, ob du dich über mich lustig machst oder wahre Freude ausdrückst. Wie dem auch sei. Danke dir nochmals, stellvertretend für alle Namazu, deren Namen du dir offenbar endlich gemerkt hast. Haha, als ich dich zum ersten Mal sah, hielt ich dich für einen wandelnden Schleimbeutel. Nichts für ungut. Scheint, als ob sich die Namazu mächtig ins Zeug gelegt haben, um unsere Bräuche nachzuahmen. Das ist schon mehr, als ich erwartet habe, na dann? Stirb nicht aus, kleiner Namazu, haha. Wir tun unsere Möglichkeit. Als nächstes geht es zum Morgenthron, wo wir mit Magnai Khan sprechen werden. Auf ein baldiges Wiedersehen. Oh Gott. Ernsthaft? Zudem auch noch. Und dann noch zu dem anderen Stamm. Ich sollte wirklich mal mehr auf die Jagd gehen auch. Aber ich habe dafür momentan keine Zeit, weil das sind auch tägliche Sachen. Das ist ja furchtbar. Aber die wöchentlichen, die könnte ich mal machen wenigstens. Die geben 100 Clanpunkte und die sind auch nicht mehr so schwer, weil... Ja gut, die sind hier auf Level 70. Aber so könnte ich wenigstens bei manchen Orten schneller reiten oder auch fliegen. Das wäre schon sehr nützlich, wenn ich hier zum Beispiel noch meine Berufe weiter leveln will. Hallo Magnai! Mir wurde berichtet, dass an der Klippenkohl 1 der Windkante eine gewaltige Statue errichtet wurde. Sie ist sogar vom Morgenthron aus mit bloßem Auge sichtbar. Und ich finde, sie hat eine sinistere Ausstrahlung. Ich kann dir versichern, es gibt keinen Grund zur Sorge, Magna Khan. Tatsächlich sind wir gekommen, um unsere Dankbarkeit für die Hilfe der Auraxia Eda zum Ausdruck zu bringen.
Bitte nimm diese frischen Kaki-Früchte als Zeichen unseres Dankes entgegen. Sie wurden im Dorf der Namadu geerntet und ich kann versichern, dass sie äußerst saftig sind. Diese Kaki sehen fruchtig aus. Ich akzeptiere das Geschenk. Die Uronier zeigen sich großherzig, jenen gegenüber, die ihnen Respekt erweisen. Dies gilt auch für euch Namazu und euer Fest. Bis zum nächsten Wettkampf werden wir euch gewähren lassen. Die Früchte dürft ihr meinen Bruder Esugun aushändigen. Er fungiert gleichzeitig als mein Leibkoch. Wie du willst. Nun bin ich nicht sicher, ob diese Geste den erwünschten Effekt hatte, aber du hast ja offenbar den Namen meines Volks gemerkt. Das stimmt mich fröhlich. In meinen Augen seid ihr nicht länger nur schleimige Fischwesen hier. Mir ist bekannt, dass die Namazu aus den Strömen eines Kahl entstiegen sind. So wie alle Bewohner der Steppe seid auch ihr eine Schöpfung des Sonnengottes. Aber ich schweife ab. Die Namazu sind uns hier eher willkommen als die barbarischen Matanga. Matanga? Höre ich zum ersten Mal? Wer ist das? Was tun die? Ihr dürft mir auch in Zukunft als Nomaden der Steppe huldigen. Wir werden uns sicherlich bald wiedersehen. Wir müssen nun noch Mol-Ilo weiterziehen, wo Sirena auf uns wartet. Viel bis bald. Solange der Typ sich nicht mit einem Namazu paaren will, ist alles okay. Die hat ja schon letztens von der Stola einen über den Deckel bekommen. Los, mein fliegender Elefant! Auf nach Mol-Ilo! Bin ich da? Was ist das? Nice! Ich verkaufe gerade die Sachen, die ich schon... Der Elefant ist so gut. Ah, wenn das nicht Murasaki ist. Und dazu noch... Ich sprich wie Namazu. Aber wenn das nicht Murasaki ist. Und dazu noch mit solch einer schmackhaft aussehenden Begleitung an ihrer Seite. Was kann ich für euch tun? Wir sind gekommen, um uns bei den Moll zu bedanken. Ihr habt uns nicht nur einen Ort geboten, um unsere Feierlichkeiten auszurichten, sondern habt uns auch in euren Initiationsritus eingeweiht. Daher sind wir heute hier hergekommen, um uns zu bedanken. Im Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir frische, geerntete, köstliche Kaki-Früchte mitgebracht. Hör auf, sie anzuspucken. Das ist sehr aufmerksam von euch. Vielen Dank. Wie man so hört, sind eure Feste sehr lebhaft. Einige Kinder unseres Stammes möchten eure Festlichkeiten beiwohnen. Sie werden doch keine Belästigung, oder? Aber nicht doch. Sie werden herzlich willkommen. Das Fest der großen Flosse dauert ganze 7 Jahre. Mehr als genug Zeit ist, sich anzuschauen. Die Kinder können gerne jederzeit vorbeischauen und sich an unserem Fest erfreuen. Das möchte ich auch mal 7 Jahre lang einfach nur feiern. Die Kleinen werden von deinen Worten begeistert sein. Bin mir sicher. Als uns das Orakel die Ankunft eines Namazu weissagte, konnte ich es kaum glauben. Bin sehr froh, so schmeichelhafte Wesen getroffen zu haben. Schmackhafte. Die wären sonst in den Kochtöpfen gelandet und die Namazu ausgestorben. Es war doch so, oder? Oh, verschluckt, sorry. Vielleicht geht es nur mir so, aber die Namazu scheinen sich bei den Moll. Bin ich als Gastgeber
sondern mehr ertauft bei so großer Beliebtheit zu erfreuen. Wie dem auch sei, ich danke dir für alles. Für uns ist es jetzt an der Zeit, nach Dodo Ino zurückzukehren. Ganz ehrlich, dieses Fischgesicht, das ist doch niemals, das sieht doch niemals in dem schmackhaft aus. Okay, ich mag keinen Fisch. Mandarin, wenn du vielleicht einen Moment erübrigen könntest, hervorragend, warte kurz, rufe die anderen zusammen. Ah, oh, die reden doch alle unterschiedlich, da muss ich mir wieder einfallen lassen, wie ich die rede. Oh. Ich möchte, dass ihr euch die Namadus-Tattoo genau anschaut. Findet ihr nicht, dass sie etwas Göttliches ausstrahlt? Ach, das sind die Namazu-Puppen da drin. Wow. Wow. Wenn ich sie anschaue, dann fühle ich mich irgendwie ganz warm und geborgen. Trotz Blitz, übergroße Bauwerke sind zweifelsfrei Zeichen einer blühenden Kultur. Ich muss aber sagen, dieses Outfit steht meinem Charakter sehr gut. Wanderin, du bist viel in der Welt gereist. Was meinst du? Hatten all die Feste, Feierlichkeiten und Rituale einen Sinn? Haben wir das finstere Schicksal unseres Volkes abgewendet? Ich glaube nicht an göttliche Mächte. Jeder ist seines eigenen Schicksals Schmied. Aber sie haben ihr Schicksal durch die ganzen Sachen schon abgewendet. Man hat ja gesehen, was da alles passiert wäre. Folge Flotte, glaubst du das wirklich? Ich denke jedenfalls, dass wir das Richtige getan haben. Dank unseres Entschlusses, die Feste der Essen-Steppe abzuhalten, haben wir neue Freunde wie dich gewonnen und fabulöse Dinge vollbracht. Das stimmt. Es war nicht umsonst. Wie dem auch sei, genug der Worte. Wir haben erschaffen, was wir erschaffen wollten und zusammengeführt, was zusammengehört. Darin drückt sich der Geist des Handwerksmeisters aus. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können, Jörchen. So etwas steht es auch im Meisterwerk an allen des Festes der großen Flotte. Wo Freunde im Herzen wohnen, da folgen Freiheit und Frieden. Ist das schon wieder eines deiner famosen Buchzitate? Haha, nein, um genau zu sein, ist es ganz und gar meine eigene Töpfung. An allem des Festes der großen Flosse, nämlich der Titel meines ersten Buchs. Ersten eigenen Buchs. Faule geflossen. Versuchst du mir etwa meinen Ruf heilig zu machen? Dabei fällt mir ein, dass es da etwas gibt, was ich dir überreichen wollte, Wanderin. Auch eine Kaki-Frucht? Ein besonderes Namastu-Glöckchen, das ich persönlich angefertigt habe. Wir haben uns bei allen Nomaden, die uns geholfen haben, bedankt und ihnen ein Geschenk überreicht.
Aber die haben wir eigentlich am meisten zu verdanken. Weshalb war das dir gehört? Haben die mir jetzt einen Mount geschenkt? Oder ist das einfach nur keine Ahnung was? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Mount sein soll, dass ich mit dieser Glocke halt deren Mount rufe. Ich weiß es nicht. Sehen wir ja gleich. Wir möchten dir noch einmal von Herzen zum Herzen für deine Hilfe danken. Du hast unser Volk vor dem Untergang bewahrt. Wir stehen in deiner Schuld! Also gut, das Fest der großen Flosse muss weitergehen. Schließlich müssen wir mindestens 7 Jahre in Folge feiern. Na dann viel Spaß! Ah, nee, das ist eine Halskette, okay. Wow. Aber ist auch cool. Aber ich glaube nicht, dass mein Charakter das tragen wird. Nun. Oh, was? Was könnte ich nehmen? Was lässt sich vielleicht gut verkaufen? Kontrolle 10 oder Warnung 15? Ich glaube, Warnung 15 wäre vielleicht sogar besser. Sind 2 Stück. Wie gesagt, Materia lässt sich verdammt gut verkaufen, besonders die hochwertige. Und die Sammler- und Handwerker-Materia am besten, glaube ich. Weil das macht wirklich einen großen Unterschied da. So, aber da ich den Mount ja nicht so bekommen habe, hätte mich gewundert. Kann man es jetzt bei dem kaufen, ne? Da, die Mikoshi-Pfeife. Da ist sie. Und wir können sogar das Namazu-Bildnis. Habe ich das noch nicht? Und das habe ich schon. Das habe ich ja auch schon. Was kann ich mit Götterzorn eigentlich machen? Nein. Irgendwas handwerken. So, Inventar. Ja, jetzt habe ich meinen Lieblingsreittier. Naja, eines von vielen. Zu Favoriten hinzufügen? Zeig ich's mal? Ja! Ah, oh, ist ja schön. Sieht zwar albern aus, aber das macht's gerade so gut. Und es klappt ein Zweisitzer, weil wenn ich auf der anderen einen Seite stehe, dann könnte doch jemand auf der anderen Seite auch stehen, oder? Ich guck mal. Reiseverzeichnis. Müsste da stehen, oder? Steht da irgendwo die Anzahl? Dann Roulette nur Favoriten berücksichtigen. Das heißt, beim Roulette wird da auch nur die Favoriten genutzt. Ah nee, da steht ja, wie viele da passen und das ist kein Zweisitzer. Schade! Schade! Das ist kein Zweisitzer. Hätten sie zum Zweisitzer machen können, finde ich. Ganz ehrlich.